Herzlich willkommen zur 100. Folge von The Outer Worlds. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Gefangene, mit denen wir, oder zumindest mal eine Gefangene, der uns unterhalten können. Wir können hier aber auch ran, oder? Ja. Okay. Dann gucken wir mal. Aber ich glaube, Cassidy war's. Jawohl. Don't think I know you. What do you want? Ich liebe knochenfreies Bratwurst. Yep, that sure is the passphrase, even if it is dumb as hell. What's Dash's plan? Ich spiele euren Lieferboten. Sag mir, was du weißt und wo ich hin muss. You're looking for cargo from our ship, the Rat King. Small package, wrapped in brown paper. It got moved to the shipping yard, but I'm not completely sure where. Wenn du nicht weißt, wo es ist, wie soll ich es dann finden? I'm sure some slugite knows how to find it, or has it listed in a terminal. All else fails, you could just case the joint. Might end up with some extra loot for your troubles. Ja, Loot ist natürlich immer gut. Da ist nix. So. Spacer. If I made a bet with you at the Copper Bottom last night, let's call it off now. I can't stand the taste of life's brats. Okay. Das war's dann wohl soweit. Genau, und hier haben wir, glaube ich, jetzt erstmal nichts mehr. Von Interesse, das dürften wir alles schon geplündert haben. Nun gut, schauen wir mal da unten nach. Eine Robotereinheit. Ein wenig Loot. Sehr schön, da unten scheint dann irgendwas zu sein. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Schauen wir mal, was das dann wird. Ihr seid einfach nur Spacer, wie sie aussieht. Da gerade wäre was drauf gelegen. Security, hallo. You one of the new workers? A lost tourist? Wait, I don't care. Just don't knock anything over. Ich suche nach einem Paket von der Rat King. Weißt du vielleicht, wo es ist? Sure do. Why are you interested in it? You authorized? Not that I care, but something untoward happens, it'll be my ass on the line. Klar bin ich autorisiert. Der Slugboss Big Bit lässt grüßen. Oh yeah, I love that guy. You're square. Don't know if anyone will care about whatever Zind is going missing, but I sure don't. Ich habe ein paar Fragen an dich. Hey, if it meant I could ignore my work, I'd let you talk to me about Sprat reproductive practices. Ask away. Wie betreibst du diesen Frachthof, Hafen? This terminal makes it pretty easy to match a ship's cargo to its manifest. If it ain't on the terminal, then it's someone else's problem. Was so schlimm daran, einen Haufen Fracht zu verwalten? Nothing. I just hate working. Verständlich. Das war erstmal alles. Figured it wouldn't last. Anything else? Wir sehen uns. So. War jetzt leider gar nicht mal so billig. Ich dachte, ich wäre ein bisschen besser. Mit den Fähigkeiten. Ich habe hier tatsächlich auch ewig kein Level-Up mehr gekriegt. Ist irgendwie 36 das Maximum, oder?
Gucken wir, ob wir hier noch ein bisschen Loot kriegen. Nein. Na, ich dachte, ich hätte mindestens 100 oder so. Jetzt passt das. Ich weiß gar nicht, ist hier überhaupt irgendwie Patrouille da? Oder kann ich tatsächlich einfach hier durchrennen? Da hinten war, glaube ich, was. Mir fällt es sich gerade auf, es wurde längere Zeit Dialogoption beim Zuhören. Ja, ist ja okay. Konturen, Gebietsnamen. Hier werden mir die XP nicht mehr angezeigt, wenn ich halt hier so eine Dialogoption schaffe. Ist hier irgendwo mit dabei? Ich glaube ja nicht. Scheint mir wirklich nur ein einziger hier da zu sein. Was geschmuggelte Fracht. Dann müssen wir dann nochmal durchwechseln. Aber geht ja ganz gut. So. Der Feger schaut zum Glück ja noch weg. Ich glaube, es ist mir jetzt auch nicht wert, mir das da hinten zu klauen. Geh du mal gerade da vorbei. Danke. What the? What was that? Nix, nix. Incoming, Captain! You're dead! Nur weil ich das von unten nicht. Na, ich hab's, glaube ich, letztes Mal viel zu spät gespeichert, ne? Nur weil ich das von unten jetzt nicht angehen konnte. Ja, das mit dem Aufsammeln, das wäre mir tatsächlich lieber, wenn das ein bisschen. Ja, wenn das halt ein bisschen weiter gehen würde. Teilweise habe ich Sachen, die ich dann aus 10 Meter gefühlt wegnehmen kann. Und wenn ich da mal was genau anvisiere, dann kann ich es nicht aufnehmen, sondern muss halt nebendran. Den Mauscursor bewegen. Gut, dann auf ein neues. Geht hier relativ schnell. Da kann ich auch direkt schon mal das Ding hier anbehalten. Wie gesagt, die Sachen würde ich dann doch gerne mitnehmen. Haben jetzt da eine Menge Geld für ausgeben müssen. Dann will ich zumindest ein bisschen was wieder zurückkriegen. Die geschmuggelte Fracht können wir vielleicht beim Dings abgeben, da bei dem einen Händler. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Hier war, glaube ich, nichts mehr.
Von hier aus geht's, alles klar. Speichern wir mal kurz. Was geht hier eigentlich noch ab? Gut. Great work. Sehr cool. So bleibst du jetzt hier stehen? Das ist nicht ganz so praktisch, muss ich zugeben. Jetzt guckst du in meine Richtung. Dann geht doch. So. Flupp. Wieder draußen. Alles klar, da hat es jetzt ja funktioniert. Gut, dann geht's ab zu Cassidy. Geben das Zeug dann mal ab. You're back, I see. Hope the law hasn't caught on to what you're doing. Law meaning authorities, that is, not the forces running the universe. was hast du überhaupt gemacht, dass du hier festsitzt? This is gonna sound a little stupid, but I got a thing about mechanicals. Don't like the way they move or the sounds they make. Gives me the creeps. I was drinking with Dash in the cantina, when a funny-looking one trotted up beside us. Seemed like it was some kind of monster, so I started yelling, banging on it. Don't know what happened next. But I think it involved another mechanical. I passed right out then, and when I woke back up, I was here. Not the most graceful thing I've ever done. Okay. Ich hab die Ware. Wie geht's weiter? No complications? Grand. The recipient is Joseph Dempsey. He runs the Eridanos dry goods and sundry. Eine Lieferung wird erledigt. Okay. Zum Glück ist der jetzt auch nicht so weit weg. Hallo, mit dir haben wir ja schon gesprochen. Welcome back. The Eridanos Dry Goods and Sundry is just as standard and unremarkable as when you left it. Ich habe eine Frachtladung für dich. A shipment, you say? The only shipment I'm expecting is 100 pounds of Saltuna a week from now. And I certainly don't expect it to be brought by an inspector. Ich liebe knochenfreie Spreadwurst. Is that supposed to be some kind of code phrase? It has no nuance, no subtlety. Sticks out like a bent nail. A constable could detect that from the other side of Eridanos. I learn about secret codes in my off time, for fun. It's never anything that I actually need to use, mind. Ich muss mich getäuscht haben, dann bringe ich die Fracht wohl besser zur Wache. Wait, wait, wait. On second thought, you should let me take a look. Just in case it's something I ordered and forgot about. Follow me to the back. Aha. Hier war wohl schon jemand. All right. So, as you can see, this actually ain't the most standard and unremarkable general store this side of Halcyon. Welcome to my black market. Whatever you're here for, weapons, information, contraband, cane and ointment, I've got it. Sorry for the frosty reception,
Had to make sure you weren't with the constable. But seeing how you're a freelancer, I hope I ain't got nothing to worry about. Das musst du nicht, mir kann man vertrauen. Good. A worthy freelancer is hard to find. Since you're in the know, you can access my black market stocks. Though, you'll have to come by later. I'm waiting on my next shipment. Here's your pay. Good doing business with you, especially seeing how you didn't take this to the constable. Would have been a mighty pain in my tail end. Ja, zumindest gab es noch einiges an Geld zurück. Nachdem ich mir die Mühe gemacht habe, diese den ganzen Weg zu bringen, kann ich mir ansehen, was in der Schachtel ist? See? No. But I might tell you what's in it, so long as it's nothing proprietary, volatile or breathing. Let's have a little look. Contraband weapon parts, a few chemicals for the crafting of high explosives. All fairly standard. Oh, and a canister of trimethyl sulfoxide. Where dimethyl sulfoxide is good at keeping folks in stasis, trimethyl sulfoxide is nice for helping refrigerators run. Useful stuff. Cool. Sehen wir uns deine Waren mal an. Es sind hier noch ein paar Knarren mit dabei. Hätten noch 40% beim Einkaufen. Allerdings glaube ich nichts so Interessantes dabei. Also ein paar Waffenteile, aber. Ne? Ich dachte, ich hätte mehr Waffen aufgesammelt. Komm, dann kannst du hier mal Zeug haben. Da müssen wir auch mal noch irgendwann oder ich mal irgendwann noch ausmisten. Aber gut, oh, haben wir da 16.000, cool. Das haben wir beim letzten Mal vergessen. Na gut. So viel dazu. Man dankt. Gut, der Auftrag wäre fertig. Dann können wir auch tatsächlich wieder zurück und dem Constable Bescheid sagen, würde ich sagen. Oder? Ah ne, wir müssen zu Dash noch zurück. Dachte, wäre abgeschlossen. Hui. Au. Oh gut, das haben wir auch schnell erledigt. Hope the job's coming along well. No sign of the constable, which really makes me more nervous. Eine Lieferung fragwürdiger Waren zugestellt und unterschrieben. Excellent. Let's divvy up the payment three ways and we can consider this matter settled. Ich drei, ich habe die ganze Arbeit gemacht, während ihr Däumchen gedreht habt. Ihr könnt euch glücklich schätzen, überhaupt was zu bekommen. What? That ain't gonna be enough to get Cass out of prison, and it ain't what we agreed to. Ah, shit. Looks like it was wrong to assume you were just like Hawthorne after all. Sure hope I can figure something out to pay Cass's fine. Tja. Ich habe sehr viel Geld bezahlen müssen. Um das hier raus zu, um die Informationen zu kriegen, weil ich nicht so gut lügen kann. So, jetzt sollte das aber abgeschlossen sein, oder? Ja, gut. Was machen wir denn als nächstes? Ich denke, wir sagen hier, geben gerade nochmal Bescheid. Dann müssen wir hier raus. Mal gucken, ob uns hier noch irgendjemand krumm kommen will. Wer weiß, so. Wir können direkt zum Penthouse reisen, das ist angenehm.
Inspector. I've just received word that Constable Keane is dead. Please tell me it isn't true. Ja, sie wurden in ihrem Büro ermordet. Halcyon Helen, Leora Blossom, Maria Keane. There's a murderer on the loose, Inspector. You must stop them. I don't have Maria to count on anymore, so I'm counting on you. War sie dir wichtig? Maria devoted her entire life to our vision. She was absolutely committed to our company, to our project. I promised myself I'd reward her after we launched Spectrum Brown. I'd make sure she was comfortable for the rest of her life. She was also our voice of reason. She was sensible, and I appreciated her advice. I never got to tell her that. Warum immer sie ermordet hat, hat den Stachel verwendet. The Needler was among Helen's belongings. Whoever stole it must have been able to slip in and out of the hotel. Maria was my sole representative in Cedric's territory. The entire hotel staff is on his payroll. Any one of them could have killed her on his behalf. Genug geredet, ich finde heraus, wer das war. Make them suffer, Inspector. Es ist mir gelungen, Black Hole Bertie zu finden. I'm pleased to hear that. Bertie Holcomb is a valuable asset to the Rizzo's Rangers property. When Helen was murdered, Bertie was nowhere to be found. The timing of his disappearance is unfortunate. Ja, Bertie ist ein ziemlich wilder Kerl, aber er ist harmlos. Er tut mir glatt ein wenig leid. Try not to feel too bad for him. Bertie is a brilliant athlete. The universe has balanced his talent by making him a slackwit. Ja. Er hat beim Picknick die Fassung verloren, aber ich glaube, er bereut es. Ah, Bertie has always had trouble controlling his temper. He's responsible for the untimely demise of more than a few tossball sticks at the end of a losing match. It's only natural to be suspicious. Helen's death was violent, and the two of them were close. Be plain with me, Inspector. Do you believe Black Hole Bertie killed Helen? Es ist möglich. Ich gehe immer noch allen Spuren nach. Understood. I appreciate your candor. I'd like you to continue your investigation. Notify me as soon as you're ready to make a formal accusation. Ach ja, Bertie hat eingewilligt, im Grand Colonial zu bleiben. I appreciate that. I'd rather keep Bertie within the public eye than let him languish in a bar at the docks. If you're through investigating Bertie, I recommend looking into Cedric Kincannon. He's been entirely too comfortable since we began this investigation. I don't trust Cedric when he's comfortable. Verständlich. So. Gut. Wie sieht es eigentlich hier drin? Wollte ich mal gucken mit unserem Board aus. Schon sehr viele Leute gestorben mittlerweile. So, dann gucken wir mal. Die Verdächtigen. Na genau, wir können uns über Bertie noch Gedanken machen. Den zerbrochenen Wurfschläger untersuchen. Ruiniertes Picknick in den Purpleberry Obstgärten. Ein in zwei gebrochener Wurfballschläger haben sich gestritten. Konnte Bertie seine Wut nicht mehr im Zaum halten. Die anderen Verdächtigen, was war mit Bertie eigentlich? Black Hole Bertie, der Hole Meister, die Heckattacke. Bertie und Helen führten zum Zeitpunkt ihres Todes eine Beziehung. Ist hitzköpfige Wurfballer womöglich ein kaltblütiger Killer? So, Prophetin hat aber nichts Neues. Gut, dann gucken wir bei Blossom. Dr. Leora Blossom, Forschungsleiterin der REF-Labore in
den Purpleberry-Obstgarten. Dr. Blossoms Labor wurde von ihren eigenen Technikern angegriffen. Im daraus resultierenden Chaos wurde sie von einem unbekannten Täter ermordet. Du hast ihre letzten Momente über eine Sprechanlage miterlebt. So, und Keen hätten wir dann noch. Gendarmin Maria Keen getötet an ihrem Schreibtisch. Die Art der Wunden kommt dir bekannt vor. Gut. Atmosphärenkomplex. Haben wir da irgendwas Neues? Tatsächlich. Der Raumhafen. Die offizielle Fassade für die dubiosen Geschäfte von Sublight Underground, die kaum weniger legitim sind als alles andere, was in Hellsinn so vor sich geht. Gut, Reflabore. Die Reflabore von Rizzos unter der ehemaligen Leitung von Dr. Liara Blossom. Die Spur zu Hellens Mörder hat dich zu den Reflaboren geführt, aber als du dort ankommst, waren die Labortechniker aus bislang ungeklärter Ursache einem buchstäblichen Blutrausch verfallen. Gut. Haben wir noch weitere Beweise? Ja. Flasche Spectrum Brown. Spectrum Brown, die neueste Geschmacksrichtung von Rizzo Spectrum Vodka oder eine noch ungeahnte Katastrophe. Jeder Flasche wird ein toter Parasit beigemischt, der den Geschmack verbessert und die Stimmung garantiert steigert. Okay. Gut. Waren wir längere Zeit nicht mehr. Hat sich ja, glaube ich, gelohnt, da mal reinzuschauen. Dann würde ich gerne einmal eine Runde reparieren. Brauchen wir gar nicht. Wir haben, glaube ich, gar nicht allzu viel rumgeballert hier. Achso, jetzt haben wir quasi alle Waffen da. Stimmt. Ich könnte mal zumindest einmal noch aufwerten. Scheinbar haben wir wirklich, ist 36 die Maximalstufe. So wie das aussieht. Gut, warte mal, habe ich jetzt die Quest schon... Ich habe nicht gewechselt. Ich glaube, wir gehen tatsächlich mal zur Produktivitätskönigin als nächstes. Mal schauen, was das so wird. Ich habe Annehmungsapparat und ich glaube, hier können wir aber erstmal sonst nichts machen. Annehmung plus 1. Ja, ganz nett, aber ich glaube, den verkaufen wir dann nochmal. So, genau, Pavati. Du kannst den mal mitnehmen. Ich will den auch. Wahrnehmung plus 1. Braucht irgendjemand Wahrnehmung plus 1 von euch? Ich glaube, das sind doch etwas sinnvoller hier. Gibt's noch überzeugen? Ja, nee, komm, das kommt weg. Okay. Auf geht's. What floor would you like to visit? Wir gehen, glaube ich, mal raus. Bleiben bei der Auswahl.
If it's brown, drink it down. Ja? Warum nicht? Wir müssen jetzt nach dort hinten. Ja, tatsächlich in den Bereich, wo wir auch noch nicht waren. Alles klar, los geht's. Schauen wir doch mal, was sich dann hier uns alles entgegenstellen möchte. Dort zumindest mal noch niemand. Anyone else want to camp out in that hunting reserve instead of staying in the penthouse? No? Just me? Alright. It really is stunning. Ja. Da müssen wir halt noch rüber. I'm thinking of reserving a wilderness safari. Wear a fancy hat, fire a rifle, murder some wildlife, you know. It could be quite scintillating. A rifle? The last time you tried to hold a firearm, you dropped it down a flight of stairs, triggered its automatic fire, and wounded 13 hotel employees. Well, I didn't hit anyone important. Come on, I won't mess anything up this time. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Das wird schon irgendwie schief gehen. So, dann müssen wir darüber, wie es aussieht. Jo. Okay, dann mal los. Hier war ich auch noch nicht drin, sehe ich gerade. Pool Cleaner. Wahrscheinlich müssen wir da mal irgendwas zusammenbasteln. Pool Reiniger. Wasserfarbe 422 Blau. Chlorinosol und schaumförmiger Entschäumer. Ein Paddel. Okay, Status Bottich 1. Chromierender Oxylator. 2 ist Wasserfarbe. 3 ist wieder Oxylator. Ich spiele da mal noch nicht dran rum. Noch weiß ich ja nicht, was das bringt. Vielleicht gerade deswegen. Vielleicht sollten wir gerade deswegen damit rumspielen. Da ist gerade gewittert, da drüben. Dass wir noch nass werden. Ja, hier dürfte ich auch schon geplündert haben, so wie das aussieht, ja. Ich würde gerne schrottlos werden, tatsächlich. Geht's nicht? Ich habe scheinbar keinen Schrott mehr. Nee. Alles klar. Dann schauen wir doch da hinten mal rein. Ich bin gespannt. Pollutant purified. Die Viecher waren wohl nicht so erfreut, uns zu sehen.
Da ist noch eine ganze Menge mehr. Zumindest was ein was an Zeug haben sie ja noch da. Also hier ist wohl irgendwie aus- und umgegraben worden. Aber sonst ist hier nichts von Interesse scheinbar. So wohl noch eine ganze Menge mehr von der Sorte. Ah. So kommen wir natürlich auch rein. Mr. Autsch. Und hier bitte. Dem geht's halt auch nicht mehr so gut, habe ich den Eindruck. Standard 0451 Feldprotokoll. Nee, Standort. Sagt Dr. Blossom, dass wir mehr Exemplare gefunden haben. Als ich angekommen bin, hatte Jenkins schon angefangen, das Habitat auszugraben. Schien ihm Spaß zu machen, er hat tatsächlich mal gute Laune. Bitte schickt zusätzliches Personal für Fang und Überführung der Exemplare ins Ref-Labor. Das hat sich jetzt wohl erledigt. You make it look so easy. Ich habe die Dings noch an, sehe ich gerade. Die falsche Rüstung. Also das heißt die falsche in dem Fall ja schon, aber die nicht so schützende Rüstung. Die sind wahrscheinlich unterhalb. Gut, aber da ich zumindest für den Anfang hier keinen Weg nach unten sehe. Reparieren wir nochmal schnell. Und dann geht's auf jeden Fall weiter. Möter, Möter, Möter. Bist du denn? Oh. Ist mal nichts von Interesse, wie es scheint. Mhm. Seid ihr hinter Gittern oder nicht, meine lieben Möter? Dankeschön. Es wird wahrscheinlich mal irgendwas eingefangen. Gut, aber das war's mit den Mütern. Hm. So, Rider, Slug. Was auch immer das sein mag.
Die haben mir echt nichts stehen gelassen. Pfeifst du eine Runde? Das ist schön, Sam. Hier müssen wir auf jeden Fall dann hoch. Das ganze Zeug hätte ich auch liegen lassen können. Gut, sonst dürfte hier erstmal nichts mehr sein, wie das aussieht. Nö, okay, dann nach oben. Aber nett, dass der Fahrstuhl runtergefahren ist und wir da jetzt nicht noch die, keine Ahnung, 10, 20 Sekunden hätten warten müssen. Das ist sehr erfreulich. Wir haben doch keine Zeit. Ob hier überhaupt noch irgendjemand lebt. Bisher sieht das ja zumindest mal nicht so aus. Okay, da müssen wir auch hochklettern. Ja, wieder irritierend. Passt dann so. So, und jetzt sind wir da oben und das bringt tatsächlich nichts, okay. Ich hatte gedacht, dass wir ja irgendwie einen Weg reinfinden. Dann nicht. Dann soll das wohl verschlossen bleiben. Könntest du hier ein bisschen reinlegen und eine Runde schlafen. I can't believe Helen's gone. We're never going to get a sequel to Terror on Monarch. I was nearly attacked by a terror ray on my way here. Warning! Rock, stuck in trap. Warning! Twig, stuck in trap. Warning! Mangled sprat entrails, stuck in trap. Jetzt sollst du mal sauber gemacht werden. Oh, noch ein paar Wollkühe. Wir können sie ja betrunken machen. Ich glaube, das wird ganz witzig. Legales Jagdzubehör. Ah. Who in the hell is Gunter? I told you to call me Hunter. Come on. Oh, right. Hunter, have you seen a little mechanical wandering through here? Might have been wearing my hat. I can't say I have. I can sell you a new hat if you want. Or some fine, legally obtained hunting supplies. You could go get that mechanical thief yourself. She's not a thief. She's lost. I just want her back. Ach, du bist das. Okay. Mildred. Oh, hey there, stranger. Don't mean to interrupt your business, but have you seen a stray mechanical wandering about? Ich habe ein Gespräch mit dem Verkäufer mitbekommen. Willst du mir vielleicht genauer erklären, was los ist? Seems I'm running my mouth too much. My mechanical Betty up and wandered away a couple days back. I've been trying to track her, but the beasts make it hard. Personally, I prefer my organs inside my body.
The shopkeep says I should buy one of his rifles and go looking myself. But like my machine, I'm not combat inclined. SAM units excel at finding dirt in hidden places. I know it's a pain, but I think I need some outside help. Job or no job, I'm not leaving Betty out in the wastes. Was ist das denn für eine Roboter-Einheit, die du verloren hast? Betty's just your standard tripod mechanical. Though she probably is still wearing my hat. Without it, she seems kind of naked. Her main purpose is cacao milking, but the only cacaos in the reserve are close. Without a directive, she shouldn't have had reason to wander away from the milking area. Like those boat buckets need a reason to do anything. It's probably searching the world for more things to milk. Wouldn't make any sense. Ain't no cacaos out there. Betty's smarter than that. Na, wer weiß. Ich wusste nicht, dass Roboter-Einheiten einfach so von selbst davonlaufen können. I'm contractually obligated to inform you that slug mechanicals are not notoriously inclined to malfunction, and any rumors to the contrary are slander. But yeah, usually even slug machines don't get lost on their own, so I guess I'm to blame. Setting Betty's search parameters is my job. Must have added a zero where I shouldn't have. Bist du sicher? Sicher gibt es bei Roboter-Einheiten manchmal Fehlfunktionen, aber das klingt doch irgendwie etwas ungewöhnlich. Hey, I ain't in the habit of intentionally losing company property. That'd be one hell of a violation. Besides, I'm rather fond of Betty. This is all just an unfortunate cycle of events. If you can help rectify it and get me my Betty back, I'll give you everything I got. Okay, ich halte die Augen nach verdächtigen Roboter-Einheiten offen. Hey, thanks so much. It would have been mighty lonely without her. Being unemployed, I mean. Be lonely being unemployed. If you find Betty, try sneaking up and hacking her. If you can't do that, finding a way to stop her current routines should send her back home. Okay. Interessant. So, Kollege. Welcome to Hunter Legal's Legal Hunter Supplies. I am Hunter Legal. How might I help you today? Das ist wirklich der beste Ort für ein Geschäft. Where better to sell hunter supplies than in the depths of the wilds, surrounded by creatures that are just waiting to devour you? I've got an excuse, but the Prophet and her retreat don't. And they're even farther out. Prophet said I should gift her some rifles to improve my aura or something. I told her what she could do with her aura. Haven't spoken to her since. But you look like you're smart enough to not make the decision that she'll invariably regret. Dann hat er einen ganz schön interessanten Namen. I'm sure I don't know what you mean. It is a perfectly normal name for a shop dispensing hunter supplies. Meinst du Jagdzubehör? Auf deinem Schild steht nämlich auch anderes. Er steht das nämlich auch anders. No, these are supplies for hunters. Hunter supplies. It works either way. It works either way. Boy, damn it. I wish I thought to get that sign switched out when I changed my name. Ich ermittle im Mordfall an Herzchen Helen. Hast du in letzter Zeit irgendwas Ungewöhnliches bemerkt? Unusual. This whole land complex is a failed wildlife exhibition turned hunting reserve. You can't go 10 feet without stepping in unusual. But I reckon you're asking about people unusual. I'd go have a chat with the Prophet of Profitability. Maybe she can intuit you in the right direction or something. But she is mighty far in the depths of the reserve. Perhaps you should purchase one of my fine armaments for the journey. Ja, dann zeig mir, was du so verkaufst. Hunter supplies. Get your hunter supplies. Ju, Zeug halt. Karabiner. Ja, jetzt sehe ich ziemlich alles.
In Ordnung. So, dann können wir mal den Schrott loswerden. Komm, den Dings kannst du auch haben. Hier, die Sicherheitsklinge hier. Haben wir hier noch was tatsächlich? Überzeugung plus 3. Da ist das doch deutlich besser. Okay. Also, wir haben noch eine Prophetin zu suchen. Und eine Kuh. Wo ist denn die Kuh? Da hinten, okay. Machen wir das doch vielleicht gerade mal. Muting Volume now. Ja, guck mal, das sieht das besser aus. Aber ich glaube, ich sollte noch mal gucken, dass ich vielleicht noch die nächsten paar Waffen zerlege. Husch, husch, husch. So, Betty scheint da hinten zu sein. Links haben wir halt auch noch ein paar Mütter. War ja eigentlich zu erwarten, dass sie dann nicht so ganz alleine hier ist. Sind Mütter da melken? Wäre schön. Congratulations, customer. Your SAM unit is performing at peak capacity. Gut, dann schleichen wir uns mal an. Was brauchen wir denn da an Hacken? Einen funktioniert zu haben. No Kakao is detected nearby. Returning to Slug Maintenance Worker. Sehr gut. Dann kehre du mal zurück. Ich loote in der Zeit noch. Gerade die großen Viecher haben ja immer noch was ganz Schönes dabei. Der so alles gefressen hat. Geht sogar noch weiter, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na gut, dann sagen wir, da sage ich mal gerade Bescheid. Das ging jetzt erfreulich schnell. Ich glaube, hier ist auch wesentlich mehr zum Melken. So wie das aussieht. Hey, I almost can't believe it.
Betty found her way back. Here I was thinking I'd never see her again. Ein defekter Roboter hat wie versprochen. Sie hat versucht, Mütter zu melken. Oh, Betty, you big goof. What were you thinking in that little metal noggin of yours? You nearly worried me to death. And you, ain't you just the most reliable freelancer in the colony? Let me just take a look at Betty here and we'll talk about payment. Yep, that's right. Her parameters for movement and target acquisition are a mess. I'll bring her back to the garage and get her sorted out. Since Betty's back safe and sound, I'll be sure to let my coworkers know that you're a good one. Here's some money for your effort. Least I can do to show my thanks. Okay, na dann. Dann lass dich auf dem Heimweg nicht von Müttern beißen. I won't. Okay. So, da müssen wir es ja nicht unbedingt nochmal böses oder halt, ja, nachtragend sein, versuchen mehr zu fordern. Obwohl nachtragend sind wir ja gar nicht. Sie hat uns ja nichts Böses getan. Na ja. Sorry, but we're a little busy right now. I'm sure one of the other guys would be happy to give you a tour. Lawrence, do you know who you're talking to? We always have time for the inspector. The inspector? That's you? I am so sorry. We didn't know what we were doing. We're so sorry. It'll never happen again. Was für ein seltsamer Ort, um einfach rumzulungern. Was macht ihr beide hier? Oh, Law. It's all over. I told you someone would catch on sooner or later, Belle. Lawrence, let me do the talking here. Inspector, pay him no mind. I'm sure you've bigger Saltuna to can than us. Jetzt mal gehört zum Hotelpersonal. Ihr seid ganz schön weit weg vom Grand Colonial. Normally yes, but we take guests out on live-action wilderness experiences for additional pay. You know, shoot a rapt here, walk there. We're just between tours right now. Live action. You can shoot? Hey, I'm not a bad shot. I've been keeping these tours safe for years. Deine Hände zittern stärker als das Brett, der versucht, aus einem Bottich Bananenklaps zu klettern. I'm not shaking. I'm trembling. There's a difference. Don't pay him any mind, Inspector. His upper story's a little gap tooth, if you know what I mean. But seeing as you insist on sticking your... That is, since you're so curious, I'll fill you in on what we're doing. We, misplaced some people on our last tour. Misplaced them in the maws of some local predators. Now we're stuck here wondering how to get their room keys. Eure Gäste wurden also von Müttern gefressen. Might have been raptodons. I find it hard to tell them apart, especially when my glasses get fogged up. Ihr habt eure Gäste in den Tod geführt und alles, was euch interessiert, sind die Zimmerschlüssel? Hey, we all got our priorities. Not worrying about those keys ain't gonna bring their owners back from the dead. Anyway, the sooner we get those keys back, the sooner we can make it look like the ex-guests checked out early. Ihr versucht also, die Tode dieser verschollenen Gäste zu vertuschen. Wouldn't you? I mean, the dangers were all listed in fine print on the waivers they signed. Least they can do is not destroy our reputation when they get themselves killed. We knew sooner or later this was gonna happen. We've got some hush money tucked away. If you can get those keys for us, it's all yours. Na, ihr seht aus, als könnt ihr eine Pause vertragen. Ich finde die Schlüssel für euch. Did I just hear that right? The inspector is going to help us, Bill. Thank the stars. We're not out of the woods yet. Let's just see what happens before we celebrate. We last saw the guests deeper in the wilderness, Inspector. That'd be a good place to look. Okay. Versucht keine weiteren Gäste an wilde Tiere zu verfüttern, während ich weg bin. Okay. Dann können wir demnächst noch ein paar da hinten
Mütter wird wahrscheinlich auseinandernehmen. Auch noch einer. Oh, da ist sogar einer direkt um die Ecke. Sehr gut, ich glaube, dann machen wir den, oder gehen wir den als nächstes Mal an. Das allerdings in der nächsten Folge, wie gesagt, Folge 100. Dann jetzt mit der 1-Stunden-Speziallänge. Autsch. Und dann, ja, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.